Brasilien ist bekannt für seine Kaffeekultur. Und die zeigt sich nirgendwo so wie in der Avenida Conselheiro Rodrigues Alves. Denn hier ernten die Einwohner einmal im Jahr ihren eigenen Kaffee. Mitten in der Stadt. In der Rua Galvão Bueno sieht es plötzlich gar nicht mehr nach Südamerika aus. Erika erklärt uns, warum nirgendwo so viele Japaner außerhalb Japans leben wie in Sao Paulo. Weiter geht's in die Rua 25 de Março. Im Stadtzentrum liegt die beliebte Marktstraße. Hier wird von echten Haaren bis Fußballtrikots alles verkauft. Aber Verkäufer José weiß, ohne Lizenz kann das Geschäft ganz schnell vorbei sein. Wir treffen auf außergewöhnliche Geschichten. Auf drei außergewöhnlichen Straßen in Sao Paulo. Unsere erste Straße führt uns in den Süden der Stadt. Hier befindet sich die Kaffeestraße Sao Paulos. Sie sieht auf den ersten Blick unspektakulär aus. Aber bei Hausnummer 1252 befindet sich etwas, wovon selbst viele Bewohner der Stadt nichts wissen. Die größte urbane Kaffeeplantage der Welt. Ja, das sind Kaffeebäume. Und hier wird mitten in der Megametropole feinster Arabica-Kaffee angebaut. Wir treffen Renan. Er ist Kaffeeexperte und war als Barista schon zweimal im Finale der brasilianischen Barista Championship. Heute ist ein ganz besonderer Tag für ihn, denn die Ernte findet an nur einem Tag im Jahr statt. Die Kaffeeplantage mitten in Sao Paulo ist zwar die größte innerstädtische Kaffeeplantage der Welt, aber trotzdem nur so groß wie ein Fußballfeld. Daher kann die ganze Plantage innerhalb eines Tages geerntet werden. Und daraus machen die Einwohner ein riesiges Event. Die ganze Stadt ist eingeladen, Kaffee zu trinken oder bei der Ernte zu helfen. Es ist cool, dass mitten in der Stadt so eine Kaffeeplantage steht. Und viele wissen nicht mal davon. Wir finden es super wichtig, dass wir eine Kaffeeplantage mitten in der Stadt haben, damit vor allem die Stadtkinder das hier kennenlernen. Brasilien ist der größte Kaffeeproduzent der Welt. Jede vierte Kaffeepflanze steht auf brasilianischem Boden. Aber Brasilien gehört auch zu den größten Kaffeekonsumenten der Welt. Circa die Hälfte ihres produzierten Kaffees konsumieren die Bewohner des Landes selbst. Wie viel Arbeit hinter einem der beliebtesten Getränke der Brasilianer steckt, zeigt uns Renan. Im ersten Schritt müssen die Kaffeekirschen von den Bäumen gepflückt werden. Es ist wichtig, den Kaffee zu ernten, wenn er reif ist. Hier sieht man den Unterschied zwischen den beiden. Den schmeckt man auch. Die hier hat mehr Zucker als die grüne. Deshalb sortiert Renan die grünen Kirschen aus. Nur die roten Früchte landen in der Maschine. Die entfernt dann die Schale und das Fruchtfleisch von den Bohnen. Die Kaffeeplantage ist Teil des Instituto Biologico, einer staatlichen Einrichtung, die seit mehr als 100 Jahren zum Thema Kaffee forscht. Das Ziel? Mehr Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist komplex, aber wenn wir über Nachhaltigkeit in der Kaffeekultur sprechen, suchen wir immer einfache Lösungen, die einen großen Impact haben. So wie die Bienen, die wir hier am Eingang sehen. Die sind Teil eines Nachhaltigkeitskonzepts. Die Insekten bestäuben die Blüten der Bäume. Das erhöht die Produktivität. Und die Qualität der Kaffeebohnen wird besser. Es hilft also nicht nur der Frucht, sondern auch der Umwelt. Die Bienen helfen, die Biodiversität zu steigern. Auch beim Trocknen der Kaffeebohnen setzt das Forschungsinstitut auf die Hilfe der Natur. Wir haben ja eben den Kaffee geerntet und die Schalen entfernt. Jetzt lassen wir die aussortierten Kaffeebohnen trocknen. Das machen wir mit Sonnenlicht, damit wir die perfekte Kaffeebohne kreieren, die am Ende geröstet werden kann. Aus den ca. 2000 Kaffeebäumen entstehen hier mitten in Sao Paulo jährlich 600 Kilo feinster Bio-Arabica-Kaffee. Da die Kaffeeplantage für Forschungszwecke genutzt wird, möchte das Institut keinen Profit aus den Kaffeebohnen schlagen. Die Erntehelfer werden fürs Pflücken nicht bezahlt und die gesamte Ernte wird an gemeinnützige Organisationen gespendet.
Während auf der Plantage noch gefeiert und Kaffee getrunken wird, sieht es in der nächsten Straße ganz anders aus. Die führt uns nördlich in Richtung Stadtzentrum. Hier liegt die Rua Galvão Bueno. Und obwohl wir mitten in Sao Paulo sind, fühlt es sich an wie am anderen Ende der Welt. Winkekatzen, Anime-Graffitis, Kimonos und Hello Kitty-Cafés. Diese Sachen haben absolut nichts mit der brasilianischen Kultur zu tun. Und trotzdem, sie gehören zur Stadt wie Samba und Fußball. Es fühlt sich an, als wäre ich zurück in Japan. Ich meine, Japan ist am anderen Ende der Welt. Aber hier kommt es einem so nah vor. In Sao Paulo lebt die größte japanische Gemeinschaft außerhalb Japans. Die Gründe dafür sind über 100 Jahre alt. Als Brasilien Ende des 19. Jahrhunderts die Sklaverei abschafft, fehlt es vor allem auf den brasilianischen Kaffeeplantagen an Arbeitskräften. Zur gleichen Zeit geht es Japan wirtschaftlich sehr schlecht. Das Land leidet unter Armut und Überbevölkerung. Daher unterzeichnen die beiden Regierungen 1895 ein Abkommen, das Japanern die Einwanderung nach Brasilien leicht macht. Deshalb wandern in den folgenden 50 Jahren ca. 250.000 Japaner nach Brasilien aus. Aufgrund der damals niedrigen Mietpreise lassen sich viele im Viertel Liberdade nieder. Sie eröffnen japanische Geschäfte und Schulen und machen die Rua Galvão Bueno zu ihrem Markenzeichen. Auch Erika ist im japanischen Viertel aufgewachsen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die japanische Kultur in Brasilien zu fördern. Sie spricht Portugiesisch sowie Japanisch und fühlt sich mit beiden Kulturen verbunden. Wenn es ums Essen geht, ist die 46-Jährige allerdings Japanerin durch und durch und kommt zum Einkaufen immer hierher. Ich liebe japanische Süßigkeiten. Das zum Beispiel ist ein Mochi, gefüllt mit einer süßen Bohnenpaste. Süße Bohnen sind für Brasilianer super komisch. Wenn die Leute hier Bohnen essen, sind sie eigentlich immer salzig. Die brasilianische Ernährung basiert quasi auf gesalzenem Reis und Bohnen. Heute leben knapp 1,5 Millionen Japaner in Sao Paulo. Bevor sich Erika mit einer Freundin an einem ihrer Lieblingsorte trifft, möchte sie uns noch etwas anderes zeigen. Jetzt schauen wir uns Taiko an. Das sind spezielle Trommeln, eine sehr alte japanische Tradition. Die Trommler ziehen immer die Aufmerksamkeit auf sich. Sobald jemand anfängt, Taiko zu spielen, bleiben alle stehen und hören zu. In einem kleinen japanischen Garten mit Teichen und Kois trifft Erika Julio. Er war noch nie in Japan. Alles, was er über die japanische Kultur weiß, hat er hier gelernt. Gerade für seinen Auftritt beim jährlichen Japan-Festival. Für ihn ist Musik der Beweis, dass die Kulturen gar nicht so unterschiedlich sind. Ich spiele den ganz traditionell japanischen Stil, der sich dort Adaiko nennt. Adaiko stammt noch aus Kriegszeiten. Und ja, es erinnert auch ein bisschen an brasilianischen Samba. Wegen des Rhythmus, den man gerade gehört hat, als ich gespielt habe. Genau deshalb mag ich Taiko auch so gern. Beim Trommeln kann man sich so ausdrücken, wie man möchte. Wir können damit Samba spielen oder eben alte, traditionelle japanische Lieder. Während sich Julio weiter auf seinen großen Auftritt vorbereitet, trifft sich Erika mit ihrer langjährigen Freundin Tati. Und zwar in einem ihrer Lieblingscafés im Hello Kitty-Stil. Besitzer Ricardo erklärt, warum die Comic-Katze so wichtig für die Japaner ist. Hello Kitty ist eine Figur, die nie aus der Zeit fällt. Sie wird von Generation zu Generation weitergegeben. Und es ist schön zu sehen, dass hier Großmütter, Mütter und Kinder zusammenkommen. Vom Hello Kitty-Kuchen bis Hello Kitty-Bento-Boxen gibt es hier alles. Diese Straße ist ein kleines bisschen echtes Japan, mitten in der brasilianischen Megametropole.
Unsere nächste Straße liegt nur ca. 2 Kilometer nördlich. Mitten im Stadtzentrum befindet sich eine der wichtigsten Einkaufsstraßen São Paulos. Familienpapa José kommt aus einer Händlerfamilie. Er liebt seine Arbeit als Straßenverkäufer und könnte sich keinen besseren Job vorstellen. Er gibt zu, Plagiate gehören hier auf der Straße zum Businessmodell. Meine Ware ist zweite Linie, also nicht original. Es sind Fälschungen. Die kaufen wir von Chinesen, Bolivianern oder aus den Bairros. Bairro ist das portugiesische Wort für Stadtviertel. Woher genau José seine Ware bekommt, will er nicht verraten. Er sagt, wenn es um die Preise geht, herrschen auf der Straße eigene Gesetze. Eigentlich zahlt hier schon jeder das Gleiche. Aber wenn einem ins Gesicht geschrieben steht, dass man woanders herkommt und Money hat, kann der Preis hochgehen. Während wir mit José die Marktstraße entlang gehen, merken wir schnell, hier kennt jeder jeden. Und wir treffen die Frau, die in José die Liebe zum Händlerberuf geweckt hat. Schau mal, wer da ist. Mama, gib mir eine Umarmung. Schau, das ist meine Mama. Sie ist diejenige, die mit allem angefangen hat. Als meine Familie aus dem Norden nach São Paulo kam, sind wir immer wieder hierher gekommen zum Einkaufen. Und dann hat meine Mama irgendwann angefangen, hier zu arbeiten und wir haben geholfen. Und so geht das jetzt von Generation zu Generation weiter. José und seine Mama haben Lizenzen für ihre Stände hier in der Marktstraße. Heißt, sie verkaufen immer an den gleichen Orten und müssen sich keine Sorgen um Kontrollen machen. Illegale Verkäufer ohne Lizenz ploppen jeden Tag an unterschiedlichen Orten in der Marktstraße auf. Aber sie helfen sich mit WhatsApp-Gruppen untereinander aus, um nicht von der Polizei erwischt zu werden. Ja, die sind trainiert. Sobald sie wissen, dass es in einer anderen Straße passiert, kann es auch hier passieren. Und dann ist man aufmerksam. Mit oder ohne Lizenz, auf dem größten Markt São Paulos wird wirklich alles verkauft. Echt Haar, menschliches Haar. Guten Morgen, schau mal, willst du echtes Haar? Was sich für uns im ersten Moment etwas befremdlich anhört, ist für sie Normalität. Caitlin kommt einmal pro Woche hier auf den Markt, um Haare zu kaufen. Allerdings kauft sie nicht bei einem x-beliebigen Verkäufer, sondern in diesem Shop. Heute bin ich gekommen, um Material für diese Arbeitswoche zu kaufen. Ich gehe immer in den gleichen Laden. Meine Mama kam schon hierher und vielleicht kaufen hier später auch meine Kinder mal ein. Menschen, die hier einkaufen, kommen aus ganz São Paulo oder aus den umliegenden Regionen hierher. Der Markt mit echtem Kunsthaar ist in Brasilien riesig. Caitlin besitzt einen kleinen Friseursalon am Stadtrand. Sie liebt die außergewöhnlichen Hairstyles der Brasilianerinnen und hat ihrem Job eine Menge zu verdanken. Die Haare, die Zöpfe, das hat mir wirklich alles gegeben. Sie bezahlen meine Schule und helfen meinen Kindern. Meinen ganzen Lifestyle kann ich mir nur dadurch leisten. Ja, sie bezahlen meine Rechnungen. Gegen 19 Uhr schließen die Stände auf der Marktstraße und Joses Arbeitstag geht zu Ende. Für ihn ist die Straße allerdings mehr als nur ein Arbeitsplatz. Wenn ich über die Straße spreche, werde ich emotional. Hier bin ich groß geworden und da ist meine Familie. Und genau deshalb freut sich José schon jetzt, hier morgen wieder seinen Stand aufzubauen.